Glücksbringer, Sarah schrieb Alessio unter Schlittschuh. Ob ihr ein ganz bestimmtes Detail besonders Glück brachte? Am Sonntagabend stand Sarah Lombardi, 26, zum ersten Mal für Dancing on Ice auf der Eisfläche. Als eine von 8 prominenten Kandidaten hatte die Sängerin seit 3 Monaten für das sportliche Format trainiert. Dennoch war ihre Aufregung kurz vor der ersten Performance riesig. Dabei hätte doch ohnehin nichts schief gehen können, oder? Schließlich hatte Sarah einen süßen Glücksbringer bei sich. Bei den Dreharbeiten zur Saat.1-Show verriet die Musikerin, gemeinsam mit ihrem Sohnemann Alessio Lombardi, 3, schrieb sie dessen Namen unter ihre Schlittschuhe. Das sollte der Nachwuchseisläuferin Glück bringen. Eine Taktik, die offenbar aufging. Mit satten 34 von 40 möglichen Punkten konnte sich die junge Mutter über den 2. Platz in der Gesamtwertung der Jury freuen. Doch nicht nur die 4 Juroren um Katharina Witt und Judith Williams, 46, waren von der Powerfrau begeistert. Ob ein Promi es in die nächste eisige Runde schafft, entscheidet neben dem Jurorenquartett auch das Publikum. Den Zuschauern schien Sarahs Auftritt mit Profi-Partner Joti Polizoakis, 23, ebenfalls gefallen zu haben. Sie riefen so zahlreich an, dass das Eislaufduo direkt in die 2. Show tanzen durfte.